Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Heute möchte ich euch beim HTC One SV, dem neuen LTE-Handy von HTC, mal die LTE-Geschwindigkeit vorstellen. Ich bin hier im LTE-Netz von Vodafone eingebucht. Maximal sind auf diesem 800 MHz-Netz, wo ich jetzt eingebucht bin, 50 Megabit im Download möglich. Allerdings werden wir die nicht erreichen, weil ich nur 2 bis 3 von maximal 5 Balken habe. Und schauen wir uns einfach mal mit der Speedtest-App an, wie schnell das Gerät denn wirklich ist. Also im Download haben wir hier etwa 33 Megabit und im Upload gerade 16,5 Megabit mit einem Ping von 52 Millisekunden. Machen wir das Ganze einfach nochmal und schauen, wie es dann aussieht. Ja, jetzt haben wir schon 35, 36 Megabit, also es wird immer schneller. Und 15 Megabit im Upload und ein Ping von 49 Millisekunden bei 3 von 5 Balken Empfang. Also ihr seht, LTE lohnt sich auf jeden Fall. Das HTC One SV unterstützt auch alle drei Frequenzen, die es in Deutschland gibt, also von LTE 800, 1800 und 2600 MHz. Und es ist bei allen drei Netzanbietern für einen relativ günstigen Preis dann auch erhältlich, da es ein Mittelklasse-Smartphone ist und kein teures Oberklasse-Smartphone. Wenn ihr mehr zu dem Gerät wissen wollt, dann schaut einfach in den Channel, da findet ihr einen Testbericht und auch ein erstes Unboxing bzw. Hands-on-Video, wo ich euch dann das Gerät genauer vorstelle. Dann vielen Dank fürs Zusehen.